kann dann in der Unternehmensstrategie, in den Beschlüssen des Vorstandes, in dem Zusammenspiel der Führungskräfte ein solches Denken Platz greifen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie es früher war und wie es jetzt ist. Ich erinnere mich an die Jahre der Einführung des Katalysators in Deutschland. Ich war damals Vertriebsvorstand bei BMW hier in München. Und es waren alle gegen den Katalysator. Alle haben gesagt, das ist was gut für die Japaner und für die Schweizer mit ihren Bergen und Tälern und für Los Angeles mit den dortigen Klimabedingungen. Aber wir in Deutschland, wir sind die besten Motorenentwickler der Welt. Wir liefern das Ergebnis am Motor und nicht beim Auspuff. Und wir bauen einfach bessere Dieselmotoren und so weiter und so weiter. Ich war einer der wenigen bei BMW, die sich öffentlich für den Katalysator eingesetzt haben und bekam große Schläge von den Kollegen und innerhalb des Unternehmens. Das ist einer der Gründe, warum ich später von der Automobilindustrie gewechselt bin in die Elektroindustrie. Und die Öffentlichkeit hat diesen Streit aber wahrgenommen und hat dann gesehen, aha, es gibt doch auch da Leute, die aufgeschlossen sind. Und dann hat sich, nachdem der Katalysator eingeführt worden ist, die Stimmung gedreht in der Automobilindustrie. Dann ist man sozusagen mit dem Strom mitgeschwommen und wollte am schnellsten, am besten die wirkungsvollsten Katalysatoren haben. Heute ist diese Gegenwehr der Ingenieure, sag ich mal, gegen diese Form der technischen Innovation nicht mehr der Fall. Heute, vielleicht auch erst seitdem der Ölpreis und der Benzinpreis so hoch ist, ist das Bekenntnis zur Energieeffizienz im Automobilbau ein durchgängiges Phänomen in den Führungsetagen der entsprechenden Industrie. Man kann sagen, in der ganzen Welt. Seit wenigen Wochen, nach den großen Einbrüchen im Absatz sogar bei General Motors und bei Ford. Und jetzt findet das Rennen statt für nachhaltige Technologie und Energieeffizienz. Aber es hat eben lange gedauert. Und es bedarf auch eines gewissen Druckes von außen und dieser Druck muss dann auch die Kunden dazu führen, dass sie das kaufen, was man entwickelt. Wir haben ja in den vergangenen 20 Jahren wiederholt in der deutschen Automobilindustrie Versuche unternommen, 3-Liter-Autos anzubieten. Es gab so mal die Idee eines 1-Liter-Autos. Nur es gab die Kunden nicht, die diese Autos haben wollten. Insoweit ist der hohe Ölpreis mit seinem hohen Benzinpreis auch ein Segen im Hinblick auf anderes Verhalten und andere und Zwänge für ein anderes Verhalten. Sie sagen, es muss ein Wandel an der Unternehmensspitze stattfinden, ein Wandel beim Führungspersonal. Jetzt wird das Führungspersonal heute aber doch hauptsächlich danach ausgesucht, ob es den Ertrag bringen kann unter dem Druck der Börse. Ist da das System überhaupt noch reformfähig oder muss der Druck vielleicht von den Familienunternehmen kommen, die Sie angesprochen haben? Ja, es ist gefährlich, das alles über einen Kamm zu scheren. Es gibt solche und solche. Es gibt Einsichtige und es gibt Uneinsichtige. Es gibt solche, die kunstvoll verzögern und solche, die an der Spitze marschieren wollen. Es war bisher so, dass man eigentlich nur das produzierte, was der Kunde wollte. Und man sich keine große Mühe gegeben hat, den Kunden umzuerziehen. Toyota war da etwas anders mit dem sehr, sehr, sehr frühen Einführung der Hybridtechnologie. Hat bei den Kunden damit einen Aha-Effekt ausgelöst und große Erfolge gehabt. Aber das ist die Ausnahme. Von daher ist das ein sehr mühsamer, ein sehr langsamer Prozess. Und die Auswahl von Führungskräften ist in der Tat nach wie vor vorwiegend an der Fähigkeit dieser Männer und Frauen orientiert, schnell nachweisbare Unternehmenserfolge zu generieren. Aber das ändert sich im Augenblick. Es ist doch so, dass ein Interview mit Kandidaten für Spitzenpositionen heute auch diese Nachhaltigkeitsfragen, diese Grundeinstellung, dieses ökologische Moment, den technischen Fortschritt mit umfasst, auch in den börsennotierten Unternehmen. Aber das war früher nicht so. Die Familienunternehmen in der Tat haben in diesem Bereich immer einen höheren Spielraum gehabt, weil sie es sich eben auch leisten konnten, Investitionen vorzunehmen, die erst in 5 Jahren oder 7 Jahren erfolgreich sind, solange sie in den bestehenden Bereichen eben genügend Cashflow produzierten, um das durchzuhalten.
und mussten sich nicht jedes Quartal vor der Börse rechtfertigen, dass es wieder einen höheren Gewinn gegeben hat. Von daher, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Familienunternehmen, die mittelständischen Strukturen bleiben die innovativsten und fortschrittlichsten Unternehmen, haben auf diesem Gebiet eine höhere Flexibilität, haben eine höhere Loyalität auch bei den Mitarbeitern, müssen nicht gigantische Löhne zahlen, um sich davor zu schützen, oder Gehälter zahlen, um sich vor Abwanderungsgelüsten zu schützen. Die Loyalität ist bei der persönlichen Anbindung an den sichtbaren Eigentümer einfach größer als bei anonymen Großbanken oder multinationalen Unternehmen. Und die großen Unternehmen müssen sehr viel mehr tun, sehr viel mehr in die Loyalität ihrer Mitarbeiter investieren. Und das erfordert natürlich auch einen anderen, persönlicheren Führungsstil, der in vielen Unternehmen über die Börsenzwänge abhanden gekommen ist. Die viele große Unternehmen haben ja schon angefangen, sich in Richtung gesellschaftlicher Verantwortung zu betätigen, tun das auch oft sehr publikumswirksam. Wie beurteilen Sie denn die Mehrzahl dieser Strategien, soweit es überhaupt Strategien sind, diese Verantwortung wahrzunehmen? Ist das etwas, was, bei dem Sie sagen würden, ja, das ist sinnvoll aus Sicht des Unternehmens, oder ist es mehr so, dass Sie sagen, das ist ein Feigenblatt, das ist eine Alibi-Veranstaltung? Was ist Ihr Eindruck? Es ist weder das eine noch das andere über alles betrachtet. Es ist beides. Es ist so, es gibt Unternehmen, wir sprechen ja jetzt von großen börsennotierten Unternehmen, den DAX-Unternehmen, sag ich mal. Da gibt es diejenigen, die an der Spitze einen Mann haben, der das wirklich verinnerlicht hat, der das auch vorleben möchte, der es aber im eigenen Unternehmen nicht durchsetzen kann oder auch nicht durchsetzen will, weil er unter anderen Zwängen steht und von daher zwar das gut kommunizieren kann, und es gibt sogar eine Abteilung, die sich damit befasst, aber es dringt nicht in die Tiefe des Unternehmens vor, weil es nicht gedrückt wird, es wird nicht gepusht, sondern es lebt sozusagen oberhalb des Tagesgeschäftes. Und ich will nicht sagen, dass es dann nur Zuckerguss auf dem Kuchen ist, aber es geht ein bisschen in die Richtung manchmal. Dann gibt es andere Unternehmen, ich will jetzt bewusst keine Unternehmen nennen, bei denen das Durchsetzen im Unternehmen ein definierter Prozess ist und in der die oberste Führungsebene wie verschworen sich für diese dauerhafte Durchsetzung auch engagiert. Da gibt es Kontrollmechanismen, da gibt es Sonderbeauftragte, die nichts anderes tun, als dafür sorgen, dass das in den einzelnen Abteilungen auch umgesetzt wird. Die Einsparung von Strom, die Einsparung von Wasser, die Reduzierung von CO2, ein partizipativerer Führungsstil, mehr Delegation. Also von der Unternehmenskultur bis zu den einzelnen ökologischen Aspekten in der täglichen Produktion und Unternehmensleben. Es gibt also beides. Und ich glaube, der Druck, dieses durchzusetzen, der hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Die Unternehmen müssen ja, oder tun es, auch wenn sie es nicht müssen, müssen Jahresberichte schreiben, Nachhaltigkeitsberichte oder soziale Verantwortungsberichte. Und das gibt es noch nicht so lange. Und in dem Augenblick, wo es diese Berichtspflicht vor der Öffentlichkeit gibt, gibt es eine Transparenz. Und wenn man Informationen bekommt, in diesen Berichten kann man ja nachfragen auch. Und dann können die Nichtregierungsorganisationen, aber auch die Politiker nachfragen. Es können auch die Arbeitnehmervertreter in den Gremien nachfragen. Insoweit ist jetzt eine höhere Transparenz vorhanden. Sie muss nur genutzt werden. Und ich wünsche mir, dass Deutschland, insbesondere wo nun dieser Sonderfall der paritätischen Mitbestimmung herrscht, dass gerade auch in der Mitbestimmung nicht nur an die Löhne gedacht wird, sondern auch an die soziale, ökologische und gesellschaftspolitische Verantwortung, die manchmal Geld kostet, die Verteilungsmasse reduziert. Da gibt es einen Interessenkonflikt manchmal. Aber ich meine, dass die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten dieses Thema stärker besetzen sollten, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Wie können die Arbeitnehmervertreter, wenn sie das tun, denn rechtfertigen, dass dafür Geld ausgegeben wird? Das ist ja Geld, was anderswo fehlt. Wie kann man das dann, sei es vor den Aktionären, sei es vor den eigenen Arbeitnehmern, die einen ja dann wählen müssen, rechtfertigen? Also das ist jetzt eine Frage der Zahlen. Wir sprechen
hier von Kosten, die in der Größenordnung von 1% liegen, der Verteilmasse, wenn man mehr für Umwelt tut, wenn man mehr für bessere Führung arbeitet, wenn man eine intensivere Fortbildung der Führungskräfte gerade auf diesem Sektor betreibt, wenn man in den Fertigungsprozessen dieses oder jenes ökologischer macht. Vieles von dem, was man richtig macht, rechnet sich wirtschaftlich sowieso. Es muss nur getan werden und ist nicht der natürliche Teil eines normalen Prozesses. Anderes kostet etwas mehr Geld. Es ist nicht das Problem, dass man es sich nicht leisten könnte. Es ist das Problem, dass man nicht dran denkt und dass es keine Priorität hat, dass es einem gleichgültig ist, dass es einfach nicht genügend auf der Tagesordnung steht. Wenn Sie sich die Tagesordnung von Aufsichtsratssitzungen der DAX-Unternehmen angucken, dann müssen Sie lange suchen, bis Sie das Thema Nachhaltigkeit oder Ökologie oder Führungsverantwortung oder Führungsstil oder Unternehmenskultur auf der Tagesordnung finden. Es wird dort darüber gar nicht gesprochen. Ist das ein Dauerzustand oder haben Sie den Eindruck, dass sich da was ändert? Nein, es ist kein Dauerzustand. Es ist ein Zustand, der sich verändert, aber zu langsam verändert. Ich meine, dass die Medien, die Wissenschaft, die Bildungsinstitutionen aufgerufen sind, in dieser Richtung Anregungen zu geben, Fragen zu stellen, Druck aufzubauen. Denn wenn die Wirtschaft ein Teil der Gesellschaft sein soll, was sie sein muss, sonst findet sie kein Verständnis für ihre Rolle, das ist eins unserer Probleme, ja, dann muss sie auf diese Stimmen hören. Und diese Stimmen müssen laut und deutlich sein. Und deswegen haben die Medien eben auch eine Verantwortung, eine politische Verantwortung in dieser Richtung, nicht nur das zu berichten, was ihnen dargereicht wird, sondern auch über Dinge zu sprechen, die nicht berichtet werden, die nicht stattfinden, und da Fragen zu stellen, auf den Medienkonferenzen, auf den Pressekonferenzen. Ich glaube, dass dieser Prozess zu langsam läuft. Er geht voran, aber die anderen Teile der Gesellschaft müssen, ich darf mal sagen, die Wirtschaft auf diesem Wege intensiv begleiten. Und daran fehlt es ein bisschen, weil wenn man die Wirtschaft nur kritisiert und ausgrenzt, aus Gründen, die man manchmal nachvollziehen kann. Dann gibt es dort eine Chinese Wall, eine chinesische Mauer, und man will das gar nicht hören. Man stellt sich taub, und das führt dann dazu, dass diese Prozesse zu langsam laufen. Also die Integration der Wirtschaftsunternehmen in die Gesellschaft ist eins der großen Themen, die Gräben zwischen der Gesellschaft und der Wirtschaft und zwischen der Politik und der Wirtschaft zuschütten muss. Und das ist eine Notwendigkeit, die wir im Club of Rome, die wir aber auch in der Gesellschaft für neue soziale Marktwirtschaft sehr stark propagieren, in der ich auch stark engagiert bin. Und ich glaube, dass wir auf einem guten, aber zu langsamen Wege sind. Was könnte man tun, um das Ganze noch zu beschleunigen? Was wünschen Sie sich? Von wem wünschen Sie sich insbesondere Unterstützung? Ich wünsche mir von den Politikern in dieser Hinsicht einen dialogischen Ansatz. Die derzeitige Bundesregierung tut das stärker als die vorangegangenen Regierungen. Allein die Tatsache, dass die Bundesregierung auf dem letzten G8-Gipfel in Heiligendamm höhere Transparenz in den Finanzmärkten gefordert hat, war ein richtiger Fingerzeig auf die Wirtschaft, die sich selbst auch regulieren muss, wurde aber von den Amerikanern und den Briten abgelehnt. Es konnte nicht durchgesetzt werden. Wir sind mit diesem Petitum damals gescheitert. Das heißt, die Politik muss diese Richtung fortsetzen und intensivieren und Forderungen auch global stellen. Denn man darf jetzt nicht das nur in Deutschland tun und dann unter Umständen Wettbewerbsnachteile haben. Von daher wünsche ich mir, dass diese Politik weiter intensiviert wird. Und darüber hinaus ist es wichtig, dass die Medien das in ihren Dialog mit der Wirtschaft aufnehmen, Fragen stellen, in Interviews, die sie führen, die Spitzen der Wirtschaft fragen, und zwar nachfragen, nicht mit einfachen Antworten zufrieden geben, sondern drängend fragen. Ich glaube, dass dieser mediale und dieser politische Druck neben dem wirtschaftlichen Druck, der sowieso besteht, um die Produkte neuen Kundenerwartungen gerecht zu entwickeln, sehr hilfreich sein würde. Vielen Dank. Unser Gast war heute Eberhard von Körber, Co-Präsident des Club of Rome und Unternehmer.